Ein ganz liebes und herzliches Hallo hier aus dem verregneten Wald mit der Botschaft des Maiglöckchens, die ich heute für euch gerne vermitteln möchte. Obwohl anscheinend schon wieder ein wenig blockierende Maiglöckchen-Energien im Feld sind, aber ich lasse mich jetzt nicht abhalten, ich trotze dem Regen und möchte wirklich einige Worte an euch richten. Denn das Maiglöckchen hat in meiner Wahrnehmung eine sehr bedeutsame Botschaft für diesen Mai, für das kollektive Feld, für uns alle. Zuerst aber möchte ich euch ein bisschen was Wissenswertes über das Maiglöckchen erzählen. Ich gehe einmal davon aus, ihr alle kennt das Maiglöckchen. Viele von uns werden wahrscheinlich ihren Müttern zum Muttertag Maiglöckchen, Sträußchen geschenkt haben, sodass wir in Wahrheit schon von Kindheit auf mit dieser Pflanze verbunden sind. Vielleicht hat sogar irgendwer von euch mit Maiglöckchen geheiratet, denn das Maiglöckchen ist eine der wichtigsten Hochzeitspflanzen. Steht es doch für diese wunderbare Verbindung von männlicher und weiblicher Kraft, wo das grüne Blatt die männliche schützende Kraft symbolisiert und die weiße Blüte diese weibliche Hochzeitskraft. Letztendlich zieht ja im Mai die ganze Natur ihr Hochzeitskleid an und es findet die heilige Hochzeit statt zwischen Göttin und Gott, Himmel und Erde. Es ist ja eine ganz, ganz stark verbindende Kraft von Himmel und Erde, von Hund und Herrl und so weiter. Göstici, bis sie kalt ist, weil es nass ist, aber das macht uns jetzt nichts. Das macht uns jetzt einfach nichts. Also das Maiglöckchen ist ein uraltes Symbol für die Liebe. Und ein uraltes Symbol für das Glück. Wer am 1. Mai ein Maiglöckchen fand, hatte das ganze Jahr über Glück. Es duftet natürlich auch noch wunderbar. Auch der Duft des Maiglöckchens ist sehr, sehr, sehr bekannt. Und viele, viele Kundige haben versucht, diesen Duft zu Parfums zu verarbeiten, weil er einfach der Duft der Liebe ist. Aber der Duft des Maiglöckchens ist nicht nur der Duft der Liebe. Der Duft des Maiglöckchens ähnelt einem weiblichen Sexualhormon. Und er hat auch ganz viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Denn der Maiglöckchenduft macht die Samenzellen des Mannes etwas schneller. Sie können sich dann schneller bewegen hin zur Eizelle, um die Befruchtung zu vollziehen. Also das Maiglöckchen hat auch ganz, ganz viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Sinnlichkeit, Sexualität, das sind ja alles die Kräfte des Mais, die ganz, ganz stark im Vordergrund gerade stehen. Wir haben ja überall in der Natur diese Kräfte der Sinnlichkeit, diese Kräfte der Fruchtbarkeit, die Kräfte der Vermehrung und eben auch der heiligen Sexualität. Ihr wisst, das war das ursprüngliche Maienfest, was zum Vollmond als Beltänfest gefeiert wurde, die heilige Verschmelzung von Himmel und Erde. Tatsächlich ist im Maiglöckchen auch diese Verbindung von männlicher und weiblicher Kraft, von der Kraft der Göttin und des grünen Mannes sehr, sehr stark vorhanden. Also diese Urkräfte des Männlichen und diese Urkräfte des Weiblichen verbinden sich wunderbar in dieser Pflanze und erinnern uns auch an die heilige Kraft der Verbindung, an die heilige Kraft der Verschmelzung, an das Miteinander und auch an das neue Miteinander. Da es mehr und mehr zu regnen beginnt, glaube ich, werde ich gleich die Brücke zu diesen Botschaften des Jetztes bauen, zu den Botschaften des Maiglöckchens für das kollektive Feld. Für mich läutet das Maiglöckchen tatsächlich auf energetischer Ebene die Ära der neuen Zeiten. Also es hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun, dass sich die Energiequalitäten der neuen Zeit nun manifestieren und dass wir uns auch sehr, sehr bewusst mit diesen Energien der neuen Zeit verbinden. Immer und immer wieder spüre ich, dass dieser Mai dazu dient, dass wir die Energiefrequenzen, die sich jetzt also die Energiefrequenzen der neuen Zeit, die sich jetzt immer stärker einweben, regelrecht in unser System einfließen lassen und aufnehmen. Diese neuen Energiefrequenzen sind überall. Sie sind in den Pflanzen, sie sind in den Tieren, sie sind in der Luft und sie tragen eine sehr, sehr hohe Schwingung in sich. Das Maiglöckchen ist ein ganz besonderer Schwingungsträger diesbezüglich. Und unsere Aufgabe wäre es jetzt nun, diese neuen Schwingungen wirklich zuerst in unsere Aura hereinzulassen, die Aura mit diesen kristallinen, hohen Schwingungen zu erfüllen und dann aber diese Schwingungen auch noch weiter in den Körper hereinzuholen. Ich habe das Bild bekommen, wenn wir diese sehr bewusst machen, dann beginnen unsere Zellen zu tanzen. Sie erlösen sich selbst von
alten Schmerzen, alter Schwere. Und dieses Einlassen der neuen Frequenzen wirkt sehr, sehr stark erlösend und auflösend auf diese alten Frequenzen. Das Maiglöckchen ist diesbezüglich eine ganz, ganz starke Hilfe. Es gibt aber auch noch viele andere, also das wäre jetzt fast so diese allgemeine Botschaft für den Mai. Lasst die Energiefrequenzen der neuen Zeit herein. Lasst sie wirklich bewusst in euer Feld herein. Spürt, wie alles in euch dadurch zu tanzen, zu schwingen, zu klingen beginnt und sich eben die Energiefrequenz eurer Zellen und eurer Aura erhöht. Das ist die allgemeine Botschaft für den Mai. Die etwas speziellere Botschaft für den Mai über das Maiglöckchen wäre diejenige, dass wir mit dieser Blütenschwingung die Leichtigkeit einladen. Sitsch, was siehst denn schon wieder? Die Blütenkraft des Maiglöckchens trägt sehr, sehr viel Leichtigkeit und Lebensfreude und Sinnlichkeit in sich. Auch sehr, sehr viel Kindlichkeit. Wenn wir die Blütenessenz des Maiglöckchens einnehmen, dann werdet ihr spüren, dass ihr nach und nach wieder Freude wahrnehmen könnt im Leben, Leichtigkeit wahrnehmen könnt, auch so etwas wie Kindlichkeit in euch wahrnehmen könnt. Und das Maiglöckchen würde euch helfen, diese wunderschönen Gefühle der kindlichen Leichtigkeit aber dennoch mit in das Erwachsenenalter zu nehmen. Im Erwachsenenalter ist ja alles ein bisschen ernster, wir tragen Verantwortung und dennoch wäre es so wichtig, diese kindlichen Energien mitzunehmen. Das Maiglöckchen wird uns auch einladen, die Energien der Jugend mitzunehmen, die Kräfte, wo wir in diese Freiheit hineingegangen sind, wo wir die Sexualität erlebt haben, zelebriert haben, also diese Wildheit, die wilde Freiheit der späten Pubertät, würde ich sagen, trägt auch das Maiglöckchen in sich und sagt, nehmt euch auch diese Kraft mit ins Erwachsenenalter. Und so ganz allgemein lehrt es uns viele, viele Kräfte, von denen wir abgetrennt sind, die aber sehr wohl der Lebensfreude und der Lebenskraft dienen, uns wieder zurückzuholen. Sinnlichkeit, Magie, Verbundenheit mit den Naturwesen, Verbundenheit mit den nicht sichtbaren Ebenen. Denn das Maiglöckchen öffnet auch ganz stark unser Bewusstsein auf der einen Seite, aber auch unsere Fähigkeit, zwischen den Welten zu sehen. Es öffnet uns wieder für die Magie des Lebens und macht uns damit auch vollständig, denn diesen Aspekt haben wir oftmals abgespalten. Dass es eine nicht sichtbare Ebene gibt, das haben wir oftmals abgespalten und doch liegen genau in diesen Ebenen so viel liegt genau in dieser Ebene so viel Schönheit, so viel Lebendigkeit, so viel Freude auch verborgen. Also es führt uns auf jeden Fall in eine wunderbare Freude und Leichtigkeit zurück, wenn wir mit dem Maiglöckchen arbeiten. Das fast Wichtigste aber, was ich im Maiglöckchen wahrnehme, ist eben diese ganz, ganz besondere Liebesschwingung. Das Maiglöckchen kann man homöopathisch einnehmen, dann ist es ein herzwirksames Medikament. Früher wurde es tatsächlich, also es hat 30 herzaktive Alkaloide. Das macht das Maiglöckchen übrigens auch so giftig. Wir wenden es nicht mehr an als Heilpflanze. Da haben wir die Anwendungsmethode-Möglichkeit vor langer, langer Zeit vergessen. Das wurde mit den Hexen mit verbrannt, dieses Wissen über den Einsatz der Giftpflanzen. Aber auf homöopathischer Ebene könnt ihr mit dem Maiglöckchen arbeiten. Das ist schon halt nur sehr ohrwaschlimm im Bild. Und die homöopathischen Arzneien vom Maiglöckchen wirken sehr, sehr stark auf das Herz. Sie beruhigen das Herz, sie machen sie wirken auf den Herzrhythmus sehr gut, auch auf Anspannungen im Herzen, auf viele verschiedene Herzthemen. Auf feinstofflicher Ebene ist das Maiglöckchen natürlich eine Herzöffnerin. Sie öffnet die Energie unseres Herzens. Sie erinnert uns, dass im Herzen die Liebe zu Hause ist. Und sie erinnert uns auch daran, dass die Liebe eine der höchsten Frequenzen, wenn nicht die höchste Frequenz des Universums ist. Wir haben ja als Menschen letztendlich die Aufgabe mit hierher auf die Erde genommen, die kosmische Liebe, die Frequenz der Urliebe, die Frequenz des reinen Göttlichen hier auf der Erde in einem menschlichen Körper zu verankern. Auch das ist ganz, ganz stark vergessen worden. Doch jetzt öffnen wir uns wieder dafür. Wir erinnern uns daran, dass dies unsere Aufgabe als Mensch ist, unser Herz zu öffnen und die Liebe zu leben. Ich weiß, das ist sehr schwer, weil viele Herzen sind verschlossen. Sie haben zu vieles erlebt, zu viele Schmerzen spüren müssen. Und
Und daher war es der leichtere Weg, immer weiter zuzumachen. Doch in Wahrheit ist unsere Aufgabe diejenige, dass wir wieder in die Öffnung gehen, in die Öffnung unseres Herzens, sodass die Liebe fließen kann. Das Maiglöckchen hilft uns zu lieben und es hilft uns auch zu vergeben, und zwar uns selbst zu vergeben. Uns selbst zu vergeben, wenn wir aufgrund dieser Schmerzen das Herz verschlossen haben. Auch uns selbst zu vergeben, wenn wir nicht alles richtig gemacht haben im Leben. Also es hilft uns auch über diese Hürde hinweg, dass wir aufmachen, ohne erneut Angst zu haben, Fehler zu machen oder ohne erneut Angst zu haben, verletzt zu werden. Es öffnet erneut in einer sehr kindlichen Art und Weise. Und diese Öffnung hin zur Liebe ist für mich eine der wichtigsten Öffnungen, die derzeit stattfindet. Wir können alle Dinge drehen und wenden, wie sie wollen. Erlöst werden wird hier auf Erden alles durch die Kraft der Liebe. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dies so ist, dass nur die Liebe letztendlich diese Erlösung bringen kann. Und beginnen können wir letztendlich immer nur bei uns. Wir können immer nur bei uns selbst beginnen, diese eigenen Verletzungen zu heilen. Immer wieder, jetzt bricht die Stimme fast ein wenig weg, immer wieder auch den Mut zu finden, ein Stück weit wieder zu öffnen, dass ein wenig von dieser Liebe einfließen kann, aber auch ein wenig von dieser Liebe herausfließen kann. Das Maiglöckchen unterstützt uns diesbezüglich ganz wunderbar. Es wächst auch heuer in sehr, sehr hoher Anzahl und ruft regelrecht hinaus, weckt bitte die Liebe wieder auf, weckt die Liebe in euch auf, weckt die Liebe zur Natur auf, weckt die Liebe zu euch selbst auf, weckt die Liebe zu euren Nächsten auf, weckt die Liebe zu Mama Erde auf, zu Vater Himmel, zur heiligen Verbundenheit von Göttin und Gott, ja, weckt diese wunderbare Liebe wieder auf. Und dafür würde das Maiglöckchen gerade läuten. Es würde läuten, und so, dass wir es auch hören können, dass wir uns auch erinnern auf einer ganz tiefen Seelenebene an diese unsagbar schöne Kraft der Liebe. In diesem Sinne höre ich für heute die Liebe zu den Haustieren oder von den Haustieren zu uns. Ist auch eine ganz besondere. Da der Regen stärker und stärker wird, höre ich für heute auf. Ich habe jetzt nicht alles sagen können, was ich gerne sagen wollte, aber wahrscheinlich ist das Wichtigste dennoch durchgekommen und ich hoffe, es hat ein wenig eure Herzen berührt, sodass sie ein kleines Stück weit aufmachen und dass sie sich ein kleines Stück weit mehr an die Liebe erinnern. Vielleicht möchtet ihr zumindest gedanklich in den nächsten Tagen euch selbst ein Maiglöckchen schenken oder auch jemand anderen ein Maiglöckchen schenken, sei es nur ein gemaltes, weil dieses Maiglöckchen eben wirklich sehr, sehr an die Liebe erinnert und uns öffnet. Ich werde dieses eine Maiglöckchen, bitte verurteilt mich nicht, dass ich es gepflückt habe, jetzt eben mitnehmen in meine schamanische Tradition hinein. Das heißt, ich werde jetzt 3 Wochen lang das Maiglöckchen an meinem Körper tragen. Ich habe dazu einen wunderschönen kleinen Medizinbeutel für die, es ist keine Blüte, es ist eine Vulva, da kann ich etwas hineingeben und ich trage dann das Maiglöckchen an meinem Herzen für die nächsten 3 Wochen. Auch das ermöglicht mir, dass mein Herz sich weiter öffnet. Das, auch ich verschließe selbstverständlich immer wieder mein Herz. Es ist ja auch in meinem Leben vieles geschehen und auch ich habe viele Fehler gemacht, wo ich in diese Selbstverurteilung hineingegangen bin. Jetzt aber möchte ich diesen nächsten Schritt der Vergebung mir selbst gegenüber machen und auch den nächsten Schritt meiner Herzöffnung vollziehen. Und dafür werde ich das Maiglöckchen jetzt 3 Wochen am Körper tragen. Auch Maiglöckchenblütenessenz einnehmen, mich täglich mit dem Maiglöckchen verbinden, mit ihm meditieren, mit ihm schamanisch arbeiten und wirklich, wirklich, wirklich seine unsagbar schöne und hohe Kraft in mein Feld einlassen, sodass ich mich an alles erinnere, was in dieser ganz besonderen Pflanze verborgen liegt. Und wisst, was das bedeutet? Dadurch erinnere ich mich an alles Besondere, was in mir selbst verborgen liegt, vor allem an die Liebe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und gehe im Regen nach Hause. Alles, alles Liebe und einen wunderschönen Mai. Lasst die Energiefrequenzen der neuen Zeit in euer Feld herein. Ihr werdet merken, genau dadurch löst sich das Alte auf. Pfiat euch.